Hallo zusammen, Mike hier mit Stand-Up Magazin TV auf der Boot an der Beachwell an der Messe. Wir haben hier Bernd Felsing vom Substore, Subhändler in Deutschland. Sag uns doch mal kurz, Bernd, wie hast du die Boot hier, die Beachworld, erlebt mit den ganzen Herstellern und so? Hallo Mike, erstmal vielen Dank für das Interview. Der Substore ist natürlich hier auf der Messe gewesen, hat sich alles angesehen. Mhm. Und also das Interesse an SUP ist nach wie vor riesig. Das wird auch in Zukunft noch so bleiben. Fast alle Hersteller sind hier, präsentieren sich hier, mhm, bringen ihre Boards mit, die Inflatables, und lassen die Zuschauer hier die ausprobieren, wer das gerne möchte. Und also ich habe einen sehr positiven Eindruck. Alle sind begeistert. Also Top-Veranstaltung für uns hier auf der Beachworld. Sehr cool, tolle Sache. Und wie hat sich denn jetzt der Substore so entwickelt über die Jahre? Und wie viele Jahre bist du eigentlich schon im Business? Wir sind jetzt 4 Jahre, also richtig sind wir 3 Jahre dabei. Okay. Und das läuft gut. Es ändert sich jedes Jahr. Also zum Beispiel letztes Jahr war es so, dass also die Hälfte aller verkauften Boards waren Inflatables. Das war vor 2 oder 3 Jahren noch nicht so. Also die Inflatables sind das Maß der Dinge im Moment. Darüber wird am meisten geredet. Die Formen ändern sich halt von Allround-Modellen zu Touring- und Race-Modellen. Mhm. Das ist ganz klar. Und dieser Trend wird sich auch fortsetzen. Ja. Sehr cool, super interessant. Das ist also Bernd Felsing hier vom Substore. Direkt seine Aspekte aus dem Geschäft, nicht von der Herstellerseite, sondern direkt Aspekte von der Messe und wie die Verkäufe gehen. Das war sehr interessant. Vielen Dank, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Und wir werden natürlich mit dem Stand-Up-Magazin weiterhin auch den Substore weiterverfolgen und darüber berichten, wie sich der Sub in 2013 weiterentwickelt. Vielen Dank, Bernd, und Aloha miteinander. Ciao.